Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video in aller Frische. Hier ist mein Homeboy der Jude. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle von Instagram, Gixen88. Nicht Wixen88, Gixen mit G. Guter bester Name, High Five darauf. Ja, und heute werden wir Zuschauer überraschen, die sich was bei mir im Klamottenshop bestellt haben. Ich habe aber noch ganz, ganz extrem heftige Überraschungen dabei, die ich euch gleich zeigen werde. Und da muss ich auch wirklich sagen, das sind extrem heftige Überraschungen. Ja, hier seht ihr einen Porsche Panamera Turbo. Hier seht ihr meine S-Klasse, AMG. Ja, und mir geht's gut, ich habe gute Laune, wir werden Leute überraschen. Ich habe gar keine Ahnung, zu wem wir fahren. Die Leute wissen auch nicht Bescheid, nur deren Eltern wissen Bescheid. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, zu jeder Bestellung bei mir im Shop gibt es eine handsignierte Autogrammkarte, egal was ihr euch bestellt, ob es der Schlüsselanhänger ist, ein T-Shirt oder zwei Pullover. Sputet euch aber, denn wir sind vom Versand sehr schnell, aber ihr wisst, vor den Weihnachtstagen mit DHL, sputet euch lieber und bestellt nicht auf den letzten Drücker, falls ihr für euch noch ein Geschenk zu Weihnachten haben möchtet oder etwas verschenken möchtet. Stöbert gerne bei mir auf der Seite montanablack.de. Feedback dieses Jahr ist hammermäßig von euch. Wir haben Liebe bekommen. So viel Liebe haben wir noch nie bekommen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich zeige euch mal, kommt mal mit. Ich zeige euch mal, was ich aus eigener Tasche noch mitgenommen habe. Hier, nettes Extra in der S-Klasse. Beste Leben, Digga. Also, das habe ich jetzt aus meinem persönlichen Besitz mitgenommen. Wir haben ja ein Astro A40, eine Elgato, ein Astro A50, 300 Euro wert. Wir haben hier ein A20, 130 Euro wert. Wir haben hier noch ein A50 im Wert von 300 Euro. Wir haben hier unter einen ISO-Monitor im Wert von 300 Euro. Wir haben hier unzählige King-Controller, die mir die Jungs von King-Controller zur Verfügung gestellt haben. Jeder hat ungefähr einen Wert, je nachdem, was das für einer ist, von über 100 Euro. Wir haben hier die Mystery Box von Call of Duty Black Ops 4 original verpackt. Ja, das sind, ich weiß nicht, was das für einen Wert hat hier im Auto, aber ich würde sagen Tausender ungefähr, nee, mehr als 1000 Euro, mehr als 1000 Euro. Das kriegen die, zu jedem, den wir fahren, kriegt etwas. Wie wir das machen, werde ich euch gleich erklären. Sie kriegen aber auch noch aus meinem Shop die College-Jacke geschenkt. Das bedeutet auch nochmal einen Warenwert von 150 Euro ungefähr. Das ist mit das teuerste Produkt bei uns im Shop. Das kriegt jeder geschenkt. Ich denke, die werden sich freuen. Wir werden es so machen. Ich werde jedem Zuschauer eine oder zwei Fragen stellen. Eine ganz leichte Frage. Welche Farbe hat mein Hund? Wenn er die Frage richtig beantwortet, darf er sich hier aus dem magischen Kofferraum noch was aussuchen. Sprich ein Astro A50 und vielleicht auch zwei Teile, wenn ich gute Laune habe. Wenn die weiblich sind und Titten haben, dann auch drei Teile. In dem Sinne würde ich sagen, wir fahren zur ersten Adresse. Wir fahren mit zwei Autos, weil in dem anderen Auto sind die ganzen Sachen, die Klamotten, die Bestellung von den Leuten. Und ja, wir werden zu der ersten Adresse fahren, die ist hier in Buxtehude. Wir haben es jetzt gleich 6:30 und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ihr müsst euch immer vorstellen, die Leute, wo ich jetzt hinfahre, die kennen mich aus meinen Videos. Die wissen, wie ich rede, wie ich aussehe, wie ich rieche. Na, wie ich rieche nicht unbedingt, außer die haben erwachsene Geschwister, Kappa. Schwester natürlich, meine ich. Geschwister, scheiße, Digga, das war ein Eigentum. Nein, Spaß beiseite. Aber ich fahre dahin, ich habe gar keine Ahnung, wer da gleich zu, auf wer. Mann! Sag doch mal was, René! Ich weiß nicht, wen ich da gleich antreffen werde. Ich würde sagen, let's go. Freunde, wir sind schon bei dem ersten Kollegen am Start. Dazu muss ich sagen, dass der schon seine Bestellung bekommen hat. Da war die Post in dem Fall schneller als wir. Macht aber nichts, da kriegt er die College-Jacke für umsonst und kann sich als erster gleich was aus meinem magischen Kofferraum raussuchen. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer uns da gleich erwartet. Ich würde sagen, lass mal reingekommen. Das muss ich direkt mich flash, Digga. Die Weihnachtsbeleuchtung schon. Da kommt richtig Feeling auf. Da ist er ja schon, Junge. Oh. Hat er mich erkannt? Ich weiß es nicht. Jo. Moin. Was geht? Na? Ich habe an einer Reaktion gesehen, dass seine Mama gepetzt hat, glaube ich, oder? Ja, ja schon. Ja, so eine Scheiße, Digga. Ja, sie Moin, versteht Mann, das hallo. Nicht so. Moin. Hat sie dir gepetzt, dass ich vorbeikomme, ja. Oder was? Ja. Ja. Hab schon aufgeregt. Ja, ich bin entspannt, Digga. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Sie haben schon ein Daten ausgekommen. Hi. Das ist der Überraschungseffekt weg. Ah, ja, ich verstehe das nicht so ganz mit den YouTubern. So das ja, ich bin schon zu alt dafür. Alles entspannt. Ja, ich habe auch schon die Jungs angezogen. Genau. Also das Paket ist ja schon gekommen. Da war die ja, ich hatte mich gewundert. So. Ich dachte,
Wir haben die noch, also erstmal haben wir die als ein Geschenk mitgebracht. Ja, die College-Jacke. Ach, geil. Du kannst ja mal kurz einmal rüberschreiben, auf die passt. Ja. Die haben wir mitgebracht. Dazu gibt es ja noch das Echtheitszertifikat, was ich gleich noch unterschreibe für dich. Schöne Wohnung habt ihr hier. Schöne Gegend auch hier. Ja, auch. Ja, dann ist schön, ne? Schöne die Gegend, ja. Ja, die passt auch wie angegossen, oder? Oh yeah. Ja. Die steht. Perfekt, super. Das ist schon ganz krass. Und hier ist die Rechnung noch drin. Die lege ich einmal hier hin. So. Elternzertifikat, eine gleiche Ruhe. Mit Widmung und so den ganzen Kram. Autogrammkarte. Ja, ich habe schon zwei Ruhen jetzt. Ja, was mich, das interessiert mich jetzt nicht, aber ich zeig mir mal ein Zockerzimmer. Ich hab, ja, Zockerzimmer kann man das Zockst nicht. Zockst du selber nennen. Nicht, oder was? Doch, klar, PS4, aber dass so ein Zockerzimmer ist. Ja, ich will aber einfach mal duschen. Immer da in der Nase nachher so schnüffelig. Genau. Das ist das Jungszimmer. Hier, das ist dein Zimmer, oder? Ja. Hier werde ich gerne mal einen Traumtag. Ach, ich habe mich schon so überhaupt nicht, wo du das gesagt hattest in deinen Videos immer mit HSV-Abstieg verdient und das so. Das ist hier, und wie viel zockst du hier am Tag? Zu viel. Zockst du viel? Ja, ich habe hier meinen Controller geschrottet. Ich zock FIFA. Weißt du, was das Schöne ist? Ich stelle dir jetzt eine Frage und wenn du mir die richtig beantwortest, warst du lange in meinem magischen Kofferraum. Okay. Du weißt nicht, was in meinem magischen Kofferraum drin ist, aber ich stelle dir die Frage. Okay. Das ist eine ganz simple Frage. Welche Farbe hat mein Hund? Schwarz. Ja gut, dann würde ich sagen... Ich habe auf meinem Instagram-Account ein Foto mit Kaido, ich habe nämlich Anna und hast, so getroffen. Hast du dich auch mal getroffen, als du Gassi gegangen hast? Nee, auf dem Badeteichfest einmal. Ach so, okay. In Dansen, glaube ich. Ja, ja. Und dann eine Woche später in... Wo war denn das? Irgendeiner Party, glaube ich. Ja, easy. Wir gehen kurz mal runter und gehen zum magischen Kofferraum. Du weißt noch nicht, was dich da erwartet. Wenigstens habe ich jetzt noch eine Überraschung für dich. Da bin ich mal gespannt. Ja. Du hast die Frage richtig beantwortet und darfst dir eine Sache da raussuchen. Wir haben hier Headsets, Alter. Neue Controller, eine Elgato zum Aufnehmen, einen neuen Monitor. Das ist von Black Ops die Dings, die von Black Ops 4 die Hearted Edition oder wie die Scheiße heißt. Ja, kannst dir eine Sache aussuchen deiner Wahl. Okay, und was, Hearted Edition, was ist das? Das ist von Black Ops 4 so eine Special Box mit so Figuren drin und sowas. Ach so, okay. Das war Monitor. Monitor, Headsets und Controller. Ja, ich glaube, ich nehme Controller. Ja, habe ich mir, als du nämlich eben gesagt hast, das ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, welche Controller die Jungs mir hier zur Verfügung stellen haben vom King Controller. Ja. Ich muss einmal ganz kurz schauen. Ah ja, hier, guck mal, der ist nämlich aus meiner Wohnung. Mhm. Den habe ich von mir mitgenommen. Der ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit LED-Beleuchtung, mit austauschbaren Sticks noch. Ja. Und hier eine Autogrammkarte von mir, die reingraviert worden ist. So. Ich denke, das ist von allen Controllern der geilste. Ja, ja, den hätte ich auch direkt genommen. Ja, easy, perfekt, das passt doch, Digga. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Ich gehe noch rein, unterschreibe den, das Echtheitszertifikat hier, dein Controller. Korrekt, danke. Gar kein Problem. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Kollegen. Let's go. Run around town with a Glock magazine. Drive around the city cause I ain't shit to do. Fuck with me baby bitch, hop in the cold. So, wir sind beim nächsten Kandidaten angekommen. Der hat seine Sachen noch nicht erhalten. Ich hoffe, da haben die Eltern nicht gepetzt. Kann man den natürlich auch nicht verübeln, das ist klar. Aber es wäre schön, dass gleich ein Wow, was machst du denn hier kommt. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man kann ja die Reaktion, die man haben möchte, nicht erzwingen. Oder die man sich vorstellt zu bekommen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen außerhalb im Buxtehude, aber noch Buxtehude. Und ja, schau mal, wer uns da erwartet. Let's go. Jo, was geht, Digga? Was geht, Bruder? Alles klar oder was? Wie geht's dir? Moin. Kommst du klar oder was auf dein Leben? Du bist ja richtig am Zittern, Digga. Können wir reinkommen oder was? Ja. Wir filmen aber, ne? Ja, alles gut. Easy, Digga, alles klar. Was geht? Bist du alleine oder was? Achso, moin, moin. Hallo, Marcel, moin, moin. Tag, moin. Hallo, moin. So, alles klar oder was? Mit dir? Ja, ich weiß gar nicht, was du dir bestellt hast. Egal, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Trainingshose. Genau. Ja, alles klar, Ehre. Dann hier ist die Rechnung für Mutti, denke ich mal. So, die handsignierte Autogrammkarte, die du bekommst. Wir haben hier noch als kleines nettes Extra die Trainingsjacke mitgebracht. Die Collegejacke als kleines Geschenk. Ich gehe mal an, Digga, ob die von der Größe passt. L sollte die aber passen. So. Und jetzt meine Jacke reinhalten, weil noch nie der Gentleman ist. Ich hab die Weiber mal alleine gemacht. So. Gut, warte mal, Kapuze noch richtig hinten. So. Und die sollte von der Größe passen, ne? Ja, naja, die passt. Hier ist kein Echtheitszertifikat. Hier haben wir noch ein Echtheitszertifikat. Das unterschreibe ich jetzt gleich in Ruhe.
Und machen wir gleich in Ruhe. Willst du mir vielleicht nochmal dein Zockerzimmer zeigen, wenn du Bock hast? Hast du ein Zockerzimmer? Also eine Zocker-Ecke? Ja, mein Zimmer. Ja, klar, gerne. Ich sehe, du spielst Rennspiele. Ja, oder? Also zum Beispiel Project Cars 2. Aber da ist noch richtig Oldschool im Zimmer, ne? Mhm. Noch so mit, das ist aus den 60ern, das Haus. Irgendwie. Ja, nee, das meine ich nicht. Aber also, du hast auch so deine. Du kannst dich nicht von deinen Kindheitssachen trennen, ne? Ja. Man hängt an manchen Sachen. Das ist auch voll in Ordnung, Digga. Solange man gut schläft und sich wohlfühlt, ist doch scheißegal, was andere darüber sagen. Weißt du, wie ich meine? Solange man sich da wohlfühlt. Ja. PlayStation hast du nicht, oder was? Nee, ein PC. Ein PC hast du? Okay. Was hältst du davon? Ich stelle dir jetzt eine Frage. Ja. Und wenn du, also ich stelle dir 2, 3 Fragen und wenn du davon eine richtig beantwortest, gehen wir in meinen magischen Kofferraum. Was im magischen Kofferraum ist, weißt du noch nicht. Ja. Bist du bereit oder geht klar? Ja, geht klar. Die erste Frage wäre beispielsweise, wie ist der Spitzname von dem hier? Ui. Und der andere Spitzname, wie ich ihn immer nenne? Genau. Hast schon richtig, dann lass mal zum magischen Kofferraum, Digga. Du hast keine Ahnung, was da drin ist. Ich mach ihn einfach mal auf. So, boah. Also, wir haben hier von Headsets bis Controller bis Black Ops 4 in der Limited Edition hier oder wie die Scheiße heißt. Ich persönlich, ohne dir jetzt etwas vorwegzunehmen, für dich kommen eigentlich nur 2 Sachen in Frage. Black Ops 4 für die PlayStation 4 lohnt sich nicht, du hast keine PlayStation 4. Genau. Controller für die PlayStation 4 lohnt sich auch nicht. Für dich würde sich nur lohnen Headset oder, was du noch nicht gesehen hast, und ich habe oben in deinem Zimmer gesehen, dass die schon ein bisschen veraltet sind. Ich habe einen komplett neuen Monitor stehen. Du kannst dich jetzt aussuchen, so wie du Lust hast. Du hast die Frage richtig beantwortet. Ja. Entweder du nimmst ein neues Headset, also du kannst natürlich auch einen Controller nehmen, ist klar, aber wird wirklich Sinn machen ohne PlayStation. Entweder nimmst du ein Headset oder ein Monitor, musst du für dich wissen. Was ist das für Das ist ein ISO-Monitor, 24 Zoll, eine Millisekunde, also ein guter. Sagen wir es mal so. Nicht ein Monitor. Monitor. Muss ich dir ehrlich sagen, was bringt dir ein guter Gaming-Sound, wenn die Monitore veraltet sind? Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein, Digga, wieder. Ich schlepp das Ding. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir haben noch ein paar Leute vor uns gleich. Der Kollege hat sich hier den Monitor gegrabt. Geschieht für Gönn, ich freue mich für ihn. Und ja, wir unterschreiben das Ding jetzt auch und fahren gleich zum nächsten Kollegen. Also, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier. Gefühlt am Arsch der Heide. Wir müssen jetzt erstmal die Hausnummer suchen. Der Kollege hat auch schon seine Bestellung bekommen, bekommt aber natürlich auch bei der richtigen Beantwortung der Frage etwas aus dem magischen Kofferraum. Und er kriegt ja noch die College-Jacke für umsonst. Wir müssen jetzt mal die Hausnummer suchen. Hallo. Moin. Tachin. Hallo. Na, ich sehe an deinem Blick schon wieder, dass man mich auch Bescheid gesagt hat. Oder wusstest du da von nichts? Hier wurde angerufen und ich bin rangegangen. Ach, du bist rangegangen? Ja. Dürfen wir kurz reinkommen, wir filmen aber, ne? Ja, meine Mama bleibt einfach im Hintergrund. Ja, alles klar, easy. Super, morgen erstmal. Hi. Alles klar, oder was? Hallo, Mann. Dickes Haus habt ihr da, oder was? Ja. Geile Einfahrt habt ihr vorhin. Du hast ja schon deine Klamotten bekommen. Ja. Wir haben dir aber noch ein bisschen Bonus mitgebracht. Oh. Wollen wir hier einmal kurz rein, oder was? Ja. Ja, wir haben dir noch die College-Jacke mitgebracht, in Größe L, als kleines Bonus. Okay, danke. Probier einfach mal ganz kurz an, ob dir die passt. Ja, die passt doch. Jo. Ein bisschen wachsen tust du ja auch noch, das ist doch perfekt. Jo. Willst du uns einmal deine Zockerparadies zeigen? Hast du eine kleine Zockerecke? Ja, Zockerecke jetzt nicht, aber. Aber du zockst? Ja. Was für eine Konsole hast du? PS4. PS4, das hört sich ja schon mal gut an. Komm, lass mal, zeig mal. Keller oder oben? Lass mich raten. Hier oben. Oben. Jeder. Achso, hier direkt auf der Etage? Ja, hier. Oh. Aha. Boah, Bruder, der Fortnite, die ist da. Ja, so ein schickes Zimmer. Oh, guck mal hier. Ehrenwert. Kaido. Lol. Ja, das ist die schmalere Ausgabe von Kaido, Digga. Ne, der kriegt nicht so viel Milch. Ist das ein Mops-Kalender, oder was? Ja. Stehst du auf Möpse? Und zwar, ich werde dir jetzt eine kleine Planänderung, die Leute wissen schon Bescheid. Ich werde dir jetzt 3 Fragen stellen. Okay. Und je nachdem, wie viele Fragen du beantwortest, so viele Sachen darfst du dir aussuchen. Was du dir aussuchen darfst, weißt du noch nicht, das sage ich dir gleich. Also die erste Frage ist, wie ist der Spitzname von dem Kollegen hier? Kixen. Aber wie nenne ich ihn immer? Von muss ich es noch. Na gut, ich lasse es gelten, weil Kixen ist sein Spitzname. Ich nenne ihn aber immer Jude. Stimmt, ja. Ja, okay, aber gut. Welche Farbe hat mein Hund? Schwarz. Genau, richtig. Und welches Auto fahre ich momentan? Die S-Klasse. Genau, das heißt, er hat 3 Fragen beantwortet. Ich würde sagen, die erste war ein bisschen zimperlich mit Jule. Ja. Da haben wir 2 Sachen, darfst du dir ausholen, aus meinem magischen Kofferraum. Die Zuschauer fragen sich jetzt, warum 2 Sachen, die anderen haben nur 1 Sache bekommen, weil ich noch so viel habe.
Zieh dir mal ein paar Latschen an, Digga. Ja, klar. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu meinem magischen Kofferraum. Otto, wie süß, Digga. Hier, guck mal. Transformers. Ja, ich hab schon gesehen. Jetzt werde ich jetzt Bett reinhauen, Digga. Und aus meinem Kuscheltier. Kuscheltier. Machst du immer abends diesen hier? Ey, Spaß beiseite. Oh, Digga, aber da warst du. Also, ja. Gut, da würde ich aber, wenn du ein bisschen älter wärst, ein anderes Bett. Ja. Das ist kritisch. Vor allem auf der gleichen Etage mit dir. Auf der gleichen Etage mit dir. Das ist ganz gefährlich, Digga. So. Ja. Wir entführen ihren Sohn mal ganz kurz. Also, ich würde sagen, ach, nimm du mal die Taschenlampe. So. Bruder, schau mal in den Kofferraum. Ah ja, aha. Also, wir haben hier einmal, wir haben schon ein paar Sachen weggetan. Ich stelle aber ganz kurz rüber, damit die Zuschauer auch noch mal ein bisschen zugucken können. Also, wir haben hier Headsets. Ja. Du darfst hier zwei Sachen aussuchen, wie gesagt. Headsets haben wir. Wir haben hier Controller von King Controller. Und ich weiß nicht, inwiefern das für dich interessant ist. Wir haben hier noch die Mystery Box Edition. Also da sind Spielefiguren drin von Black Ops 4. Auf jeden Fall ein Controller. Ein Controller? Ja. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier. So, wir haben hier einmal einen schlichten mit Blau-Weiß. Okay. Dann haben wir hier einmal. Ich habe selber noch nicht geguckt. Oh, der sieht auch geil aus, Digga. Ja, wir gucken uns mal alle ganz kurz an. Vier Stück haben die Jungs mir mitgegeben, beziehungsweise einen habe ich schon weggegeben vorhin. Den. Den mit den Money-Dingern? Ja. Ja, okay, alles klar. Dann nimm den schon mal weg. Glückwunsch an der Stelle. Und einen Teil darfst du ja noch aussuchen. Einen Teil darfst du dir noch aussuchen. Ja. Was für ein Headset hast du jetzt? Weiß ich gar nicht. Aber nichts Gutes? Doch, eigentlich schon. Aber ich glaube, ich dann sind wir hier in einer Pattsituation. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Digga. Ja, ich nehme einfach noch ein Headset. Jetzt entscheide ich so. Ich gebe dir einfach das Astro 50 mit. Das ist das beste Headset, was es gibt, aus meiner Sicht. Wireless, 12 Stunden Akkulaufzeit, super bequem. Und auch wenn ein anderes Headset gut ist, das ist besser, Digga. Ganz einfach. Wir gehen jetzt rein. Ich unterschreibe dir nochmal das eine Ding. Und wir sehen uns dann gleich mit hoffentlich besserer Beleuchtung in Stade wieder. Bis gleich. So, Dennis kommt rüber. So, komm. Na komm, ich geb Stoff. So. Ja, da sieht er alt aus. Da kommt er nicht hinterher, Digga. Der ist schnell, seiner ist schnell, aber es sind trotzdem 20, 30, 40, ja, jetzt 50, 60 Meter Unterschied zwischen uns. Das ist, ja, die S-Klasse geht stabil nach vorne, Digga. 270, ich bremse jetzt runter. Ist ein bisschen feucht, die Straße, und wird kurvig. Aber der Porsche Turbo hat dann nicht so die Chance gegen. Aber trotzdem ein geiles Auto. Wir haben jetzt noch gerade einen kleinen Halt in McDonald's gemacht, in Stade. Ich habe aber nur eine Pommes gegessen. Ihr wisst ja, ich esse hier das Fleisch nicht mehr. Das Fleisch. Wenn ich einen Burger essen will, dann zum Beispiel beim Burgerbiss in Stade. Wir machen jetzt kurz einen kleinen Halt. Kurz ein Schlückchen Cola trinken und dann geht's gleich weiter. Wir haben noch zwei Leute in Stade. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe ja immer noch auf eine gut aussehende Schwester. Ja, schauen wir mal. Hoffen wir auf eine hübsche Schwester. So, wer ist das? Ist er das? Das ist eine Schwester. Nee, das sieht irgendwie nach Gabi aus. Jo. Moin. 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 Alles klar, wusstest du, dass ich vorbeikomme? Ich hab irgendwie so was geahnt, jo. Wir filmen, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, alles klar. Wieso hast du das geahnt? Weiß nicht mehr, irgendwie der war das wohl schon in einer Sendung, weil die auf einmal zurückgefordert wurde. Oh ja, Katzen? Ja. So, hey, Mietze. Moin, hallo. Hey, alles klar, oder was? Ja, wir sind gerade frisch eingezogen. Ach so, okay, ja, okay. Mieze? Ja, ah, Katzen sind was Schönes, ne? Aber wie gesagt, wir filmen, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, alles gut. Moin erstmal. Moin. Also der Blick von der Dame. Ja. So, also, wir haben dir erstmal deine Sendung mitgebracht hier. Du hast dir den Classic-Hoodie bestellt. Genau, genau. Ja, wir überarbeiten. Hier die Rechnung. Normalerweise hat Kunde mal gesagt, der ist für die Mama, aber in dem Fall ist das nicht ganz. Wir bringen dir noch einen Schlüsselanhänger mit. Ja, perfekt. Wir haben dir noch, die ist jetzt natürlich ein bisschen nass, weil draußen regnet es. Wir haben dir noch eine College-Jacke oben drauf mitgebracht. Ja, sehr nice. Kannst du aber anprobieren in L. Ich denke, die sollte von der Größe eigentlich immer passen. Die passt, oder? Ja, sehr geil. Ja, oh yeah. Kommt direkt, sieht aus wie ein Schläger. Klar, ein Ticken breiter. Die musst du heute Abend im Schlafzimmer anziehen. Ja.
Ich habe hier noch ein Echtheitszertifikat, was ich dir gleich noch unterschreibe. Das ist, gehört zur Jacke. Ja. Mit persönlicher Widmung und Autogramm. Ich stelle dir zwei, drei Fragen. Ja. Und wenn du die richtig beantwortest, gehen wir noch mal kurz an meinen geheimnisvollen Kofferraum. Okay. Bist du bereit oder was? Ja, hauen wir raus. Die erste Frage, die ich dir stelle, wie ist dein Spitzname von ihm? Gixen. Ja, okay, das zählt. Weißt du noch, wie ich ihn immer nenne? Jude ist richtig. Jude, ja, okay. Damit hast du schon zwei Fragen beantwortet und ich würde sagen, wir gehen mal kurz zu meinem geheimnisvollen Kofferraum. Ja. Da sind eventuell noch. Aber als allererstes hast du eine Zockerecke? Ja, ganz oben. So, die müssen wir uns erstmal noch angucken. Ja, die ist auch noch nicht ganz fertig, ja, aber. Ihr seid ja gerade erst reingezogen. Ja, entspannt. Hallo. Na, wer bist du denn? Na, schnupper ich gut? Ui, ein feines Mäuschen, ne? Ah ja, ja, ja. Guck mal, hier sogar mit Autogramm gerade auf. Oh ja. Yeah. Sowas behält man, ne? Oh ja. Kein Headset am Start oder was? Momentan leider noch nicht. Ja, entspannt, Digga, entspannt. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal runter zum Kofferraum. Ja. Denn das wird spaßig. Zack, zack. So. Ah ja. Aha. Aha. Du kannst hier zwei Sachen aussuchen. Wir haben Headsets, ja. Controller und hier habe ich noch die Mystery Box von Black Ops 4 ja. Mit dem Spiel. Da sind so ein paar Figuren drin. Und du kannst hier zwei Sachen aussuchen. Bei dem Wetter hast du gefühlt 5 Sekunden Zeit. Ich nehme das Headset A40 und... Ich korrigiere dich ganz kurz. Ich habe das A50, das dann ist besser. Ich das A50, ja. Ja. Und ja. Will ich die Mystery Box noch nehmen. Ja, okay, perfekt. Nice, Digga. So. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Einen Kandidaten haben wir noch. Geil, aber auch wie das heute passt. Er hat kein Headset, ich habe ein Headset dabei. Perfekt. Soll ich nehmen? Ja, easy das. So, Freunde, wir sind beim letzten Kandidaten. Ehrenwert. Also erstmal, die von eben waren sehr, sehr korrekt, wie ich fand. Die Muschis fand ich geil. Also die Katzen. Ich hatte ja früher selber drei Katzen. Socke, Oscar und Kater sind aber alle schon gestorben. Ich liebe Katzen wirklich und ich nenne sie immer Muschis, weil so haben es früher die alten Leute immer gesagt. Ja, wir gehen jetzt hin. Schau mal, ich habe jetzt noch... ein Controller, ein Headset und ein Elgato. Schauen wir mal, was er davon bekommt. Zwei Sachen auf jeden Fall. Ich würde sagen, let's go. Hallo, moin moin. Wir wollten zum Sohnemann. Ja, wir haben gar nicht mehr mit euch gerechnet. Doch, doch, klar, natürlich. Okay. Können wir kurz reinkommen? Wir filmen aber, ne? Wenn das in Ordnung ist. Ich will mal eben. Ja, alles klar. Ja, ja, easy. Moin. Ja, moin. Alles klar, oder was? Ja, normal. Also, mal, lol. Habt ihr auch noch eine Katze, oder was? Auf jeden. Moin, komm her, Digga. Moin erstmal. Geile Jacke, Digga. Sam Crow. Beste Serie, Digga. Sagst du was? Ja, Frisur hast du auch ein bisschen wie Jax, ne? Ja, ja. Moin, hallo. Moin, ja. Ja, wir, wo sind die Fofis? Endlich. Ja, komm mal her, hier auf den Meter. Hey, das Kollege schnürt schon. Was ist los hier? Was ist denn los? Ja, was ist los? Oh, ist gut. Wir haben dir die Klamotten vorbeigebracht, die du bestellt hast. Beziehungsweise, ich glaube, ein Teil war das. So, da haben wir einmal hier den Camouflage-Sweater, den du dir bestellt hast. Ja. Hier ist die rechte Brille, die lege ich für Mami bei Kater. So, dann haben wir hier das handsignierte Autogramm von mir. Und wir haben hier noch, wer hat denn angegeben, dass du XXL, XL trägst? Ich trage XL. Du trägst, da probier die mal an. Ich glaube aber, die ist, also XL, muss man mal gucken, ob die... Ach, du hast noch einen Bruder oder ein Kollege ist das? Nee, ist mein Bruder. Ach so, moin moin. Ah, alles klar, oder was? Ja. Moin. Oh doch, die stimmt, die passt ja doch eigentlich, ne? Stimmt. Ja. Du siehst direkt aus wie Jax, Digga. Jetzt fehlt nur noch, fehlt nur noch ein Shopper, Digga. Ist, ich finde, die Jacke habe ich ja auch im Shop gesehen, aber ich wollte die mir nicht haben. Aber dann war sie schon weg. Ja, die war, letztes, ja, Jahr. Letztes Jahr, genau. Ja, ja. Die, genau, die haben wir jetzt erst wieder neu. Ja, dann ist doch perfekt, Digga. Willst du mir noch mal einmal deine Zockerecke zeigen? Ja, normal. Ja? Jo. Das war so wichtig, ich hab noch was in meinem magischen Kofferraum. Oder da bin ich aber auch nicht im Vollgriff, oder? Nee. So ein kleiner Wichser. Guck dir das mal an. Also nicht ersten Wichser. Er schaut sich gerade ein neues Video von meinem Kollegen Master Scorpio an, der wieder, ohne dass er es von weiß, auf mein Video reacted hat. 2013 nee. Ist das Video. Das ist aber noch ganz oldschool, das Video, Digga. Das war bei Oma und Opa. Ja, aber chillige Bude eigentlich, natürlich mit den Dachschrägen etwas suboptimal. Ja, immer ein bisschen nervig. Ich hatte eine Zeit lang halt hier auch immer da LEDs komplett an meinem Bett. Ja, schränkt halt den Raum, den man nutzen kann, schon ziemlich ein, ne? Ja, aber ich sag mal so, Digga, wenn du hier gut drinne pennst, hier hast du ja oben deine Ruhe, Digga, deine Eltern sind unten. Ja, eben. Weißt eben. Du, wie ich meine? Und wie ist das mit der Temperatur im Sommer hier?
Ganz schlimm. Aber ja gut, du hast auch nur ein Fenster, ne? Mhm. Da musst du rüber zum Bruder gehen und sagen, mach mal dein Fenster auf, damit hier oben Durchzug ist. Ja, ne? Musst du immer komplett durch. Ja, Bruder, ich habe auch lange Zeit Dachgeschoss gewohnt. Mhm. Du hast eine PlayStation oder was? Ja, PS4 nochmal. Du hast auch eine PlayStation oder was? Wir machen es so, ich stelle euch beiden eine Frage. Und ihr müsst die richtig beantworten. Dann gehen wir zum magischen Kofferraum noch. Ne? Und zwar die erste Frage, die ich dir stelle. Natürlich einfache Fragen. Welche Farbe hat mein Hund? Schwarz. So, dein Bruder, vielleicht verkackt er jetzt. Was für ein Auto fahre ich aktuell? S63. Bruder, Ehrenwert. Also zieht euch Latschen an, gehen wir kurz einmal runter zum ehrenwerten Kofferraum. Hier, falschen Knopf gedrückt. So, wir haben hier noch ein paar Headsets, ein paar King-Controller und ich würde sagen, was für ein Headset hast du? Ein Razer. Ein Razer, da ist ja Schmutz geführt. Und was für ein Headset hast du? Ein PS4-Headset. Dieses standardmäßige PS4-Headset? Also dieses. Ja, ich weiß gleich so. Das habe ich auf der Bett liegen gesehen. Dann machen wir es einfach so. Wie ihr das untereinander aufteilt, müsst ihr für euch sehen. Hier einmal ein A20 von Astro. Mhm. Dann nehmt ihr nochmal den Aal hier mit, ein A40 von Astro. Ja. Und wir haben hier noch. Zack. Wir haben hier noch die drei Controller hier. So. Ich würde sagen, also ich persönlich finde die beiden am besten, ja. Aber weil ich gute Laune habe und ihr mir sympathisch seid, gebe ich euch einfach alle drei mit und falls mal einer kaputt geht, habt ihr immer noch einen auf Reserve. So machen wir es ganz einfach. So, einmal. Und wie ihr das untereinander brüderlich aufteilt, dann müsst ihr, ob ihr da eine Runde Schniedelfechten macht oder eine Runde Schniedelfechten, das müsst ihr selber entscheiden. So, dann gebe ich das mal rüber. Ich komme gleich wieder rein, ich moderiere hier noch einmal kurz ab und dann komme ich noch mit rein und unterschreibe die eine Karte. Jetzt wussten wir natürlich nicht, dass noch ein Bruder da ist, sonst hätten wir noch eine andere College-Jacke mitgebracht. Aber ich denke mal, schlechter Ausgang ist es für dich heute ja nicht. Ne? Ich sehe schon bei ihm die 2-Controller, da weiß ich schon, wer was. Also, in dem Sinne, das sind die letzten gewesen, wo wir heute hingefahren sind. Ich gehe jetzt einmal rein. Wir sind fast alles losgeworden. Ich glaube, wir haben noch ein Headset und ein Elgato. Aber die kann ich auch andersweit noch verschenken. Ich denke, das war ein geiles Video, Digga. Waren coole Leute, auch die super sympathisch, nette Familie, Hunde, Katzen, so wie ich es liebe. Ich muss ja auch gestehen, ich mag es extrem gerne einfach in ein fremdes Haus rein und nicht auch früher auf Zapzarab, sondern in ein fremdes Haus reinzugehen und einfach die Gerüche, wie riecht es hier nach Essen, was steht da rum, das mag ich einfach gerne. Einfach, ich weiß nicht, ich mochte das schon immer gerne zu sehen, wie andere Leute leben. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen, das Video, hoffe ich, hat euch gefallen. Ich gehe jetzt noch mal kurz rein, mache ein Foto auf entspannt, ich unterschreibe noch kurz die Signatur und Kuss auf die Nuss und Rotze auf die